Heute haben wir Folgendes, was wir von Nehemia lernen können. Ich habe auf dem Herzen, mit euch über Nehemia zu sprechen. Also ich muss gestehen, Nehemia ist einer meiner absoluten Favorites in der Bibel. Ein grandioser Typ, absolut genial, absolut bewegend für mich. Finde ich jedes Mal ein Hammer, wenn ich das lese, was er bewegt hat, was bei ihm passiert ist, wie sich die Sachen da entwickelt haben. Und die meisten Menschen können mit Nehemia nicht so viel anfangen. Ja, war irgend so ein Typ im Alten Testament. Ja, irgendwie. Was war das nochmal? Im besten Falle weißt du, es geht um irgendwie was mit Mauerbau. Amen. Darum geht's. Okay. Nehemia. Ihr werdet nach dieser Predigt Nehemia kennen und lieben. Halleluja. Nehemia, der Name heißt, der Herr hat getröstet. Gott hat getröstet. Das ist schon mal guter Name. Gut, wir machen also heute wieder eine kleine Zeitreise und bewegen uns 2460 Jahre zurück. 2460 Jahre. Okay, das war nämlich die Zeit, wo Nehemia die Mauer gebaut hat. Also, im Südreich Juda war es so, dass aufgrund von guter König, böser König, es letztlich dazu kam, dass, nachdem wir hier diese Geschichte mit den Assyrern und der Hiskia abgewehrt hatten, dass es etliche Jahrzehnte später dazu kam, dass unter Nebukadnezar das Südreich Juda fiel und dass das Volk weggeführt worden ist nach Babylon, in die berühmte babylonische Gefangenschaft. Das war im Jahr 587 vor Christus. Nebukadnezar hat Jerusalem eingenommen, den Tempel zerstört und die Stadtmauern einreißen lassen. Das hier ist ein Modell des Salomonischen Tempels. Das war der Tempel, der unter Nebukadnezar vernichtet worden ist und in Flammen aufging. Der sogenannte erste Tempel in Jerusalem. Das ist also das, was zu Salomons Zeiten gebaut worden ist. An der Stelle, wo dieser Tempel stand, wurde später auch exakt an der gleichen Stelle nach der 70-jährigen Gefangenschaft dann wieder neu ein Tempel errichtet. Der war sehr, sehr, sehr bescheiden, konnte also an diese Pracht also von damals auch in keiner Weise herankommen. Und die Leute waren schon, als sie nach der Gefangenschaft wieder zurückkamen, waren schon frustriert. Diejenigen, die diesen Tempel noch gesehen hatten, ja, haben geweint, weil sie einfach schockiert waren, wie bescheiden alles war mit den damaligen Bordmitteln, sage ich mal, die sie hatten. Aber dieser zweite Tempel, der wurde unter Esra gebaut, das ist der Tempel, der dann immer weiter gebaut worden ist, weiterentwickelt worden ist, wo dann Vorhöfe kamen und Hallen und sonst was. Das ist der Tempel, der dann hinterher zur Zeit Herodes richtig prachtvoll und groß umgebaut worden ist. Das war dann der Tempel, wo Jesus dann auch gewesen ist. Ne? Also, der Tempel hier unter Nebukadnezar im Jahr 587 vor Christus zerstört, Volk in die babylonische Gefangenschaft und die Mauern eingerissen. Das Ganze war eine Ruine. Jerusalem war eine Ruine und die Stadt lag völlig brach, das Land lag völlig brach. Jetzt war diese babylonische Herrschaft, aber die hielt jetzt auch nicht so lange. Nach einigen Jahrzehnten, etwa 50 Jahren, haben die Perser die Babylonier besiegt. Die Perser. Dazu, laut Geschichtsschreibung, war es so, dass die Perser den Euphrat umgelenkt haben, um nach Babylon ranzukommen. Ja, also die haben den ganzen Fluss umgelenkt, um dort entsprechend die Stadt einnehmen zu können. Das war schon Big-Style-Kampfführung. Ja? Okay, das war im Jahr 539 vor Christus. Ab dem Zeitpunkt waren die Perser, also die Jungs, die da gesagt haben, was ging und was nicht ging.
So, nach einigen Jahren war dann diese 70-jährige Gefangenschaft vorbei und in kleineren Grüppchen kamen jetzt aus dieser babylonischen Gefangenschaft die Juden wieder zurück. Sind wieder zurück nach Israel gegangen und nach Jerusalem. Aber nicht alle, noch nicht mal die meisten. Die meisten sind dort geblieben, haben sich da etabliert und so weiter. Aber es gab welche, das waren so die Hardliner, die sind zurückgegangen. Die haben gesagt, wir wollen da wieder hin. Und da gab es mehrere Gruppen, eben unter Esra, unter Zerubabel und so weiter, die aus Babylon zurückkamen. Und das ging über Jahrzehnte. Also es war jetzt nicht so ein Date und alles war gelaufen, sondern das zog sich und zog sich hin. Mühsamer Start, mühsamer Start. Esra hatte jetzt begonnen, für diese Leute, die da zurückgekommen sind, wie ich schon sagte, den Tempel wieder aufzubauen, sehr bescheiden. Und dann ging es darum, dass er eben jetzt auch die Stadt wieder aufrichten wollte. Die war ja platt, das war eine Ruine im Grunde genommen. Ja, man sind sie wieder hin, haben da gebaut, haben irgendwie sich etabliert, aber war mühsam. Und vor allen Dingen hatten sie jetzt diesen kleinen Tempel, aber die Stadtmauern waren völlig desolat, waren hin. Die Mauern waren zerstört und von daher war das Volk, was da wohnte, wehrlos, schutzlos. Ich sag mal so, der Feind konnte rein und raus marschieren, wie er wollte. Es gab keinen Schutz. Ne? Und sie hatten sehr, sehr neidische und sehr, sehr argwöhnische Nachbarn. Unter Esra gab es bereits einen ersten Versuch, die Mauer zu bauen, aber das hat nicht funktioniert. Die Sache war stecken geblieben aufgrund von feindlicher Intervention. Und dann hat der Herr eingegriffen. Und das ist diese schrille Story mit dem Nehemia. Eine der bewegendsten Geschichten im ganzen Alten Testament. Der Nehemia, warum auch immer, war ja einer von diesen Juden, die da in Babylon waren, wurde zum Mundschenk des Perserkönigs erhoben. Das war eine wahnsinnig wichtige, bedeutende Vertrauensposition, weil der musste prüfen, dass da nichts vergiftet ist und so weiter. Ja, also das war wirklich, haben wir ja schon bei Josef, als er im Gefängnis war, gibt es das auch mit dem Mundschenk, das war absolute, fast Freundschaft, sage ich mal, absolute Vertrauensposition. Und Nehemia wird in der Bibel als ein sehr klarer, praktisch denkender, weiser Mann, der auch mit anpackt, dargestellt. Wahrscheinlich war es ein Eunuch, weil es war damals üblich, dass in den leitenden Positionen die eben Eunuchen waren. Sonst kamen die gar nicht in diese Position rein, weil das dann für den entsprechenden Herrscher zu gefährlich war. So, und die Bibel berichtet uns im Buch Nehemia, dass er eben dieser Mundschenk war, und zwar von einem König, der hieß Artasasta, so in der einen Überlieferung, beziehungsweise uns besser geläufig Artaxerxes, der Erste. Der regierte von 464 bis 424 vor Christus, 40 Jahre, was sehr, sehr lang ist für einen König damals. So, sein Vorgänger hieß Xerxes der Erste, beziehungsweise Ahasveros. Das, sein direkter Vorgänger, das war der Typ, wo diese Esther-Story ist. Ja? Also Nehemia ist im Grunde genommen bei dem Nachfolger des Esther-Königs dann da. So, wenn du dann genauer guckst, muss das ungefähr so 20, 30 Jahre, also nach Esther etwa, gewesen sein, wo diese Story hier spielt. Gleiches Setting, ja, im gleichen Zusammenhang. Dann habe ich doch auch noch ein Bild. Genau, noch mehr Ruinen. Hier, also das waren da solche Perser. Und vielleicht erinnert ihr euch bei Daniel, der hat ja unter Nebukadnezar gedient, da hat er ja dieses komische, ominöse Standbild gesehen, ne, dieses Monströse. Und da war ja das obere Teil, der Kopf, das waren die Babylonier, und dann kam die Brust, das war die persische Herrschaft. Und danach ging es dann weiter, das waren dann die Griechen und danach dann das Römische Reich. Das heißt, die haben sich abgelöst. Und hier sind wir also jetzt in der Phase, wo die Perser an der Macht sind. Wir hatten vor kurzem über Chanukka gesprochen, über die Situation mit den Griechen,
beziehungsweise den Nachfolgern von Alexander den Großen, insbesondere den Seleukiden. Das war wiederum 220 Jahre später. Okay, ihr merkt schon, also wir sind da in einem biblischen Zusammenhang irgendwo mittendrin. Und genau, das Volk in Bedrängnis. Die meisten sind da geblieben, ein paar sind gekommen, alles mega bescheiden, Stress mit irgendwelchen Typen von außen, alles in Ruinen. Ausgangssituation war mehr als ätzend, war wirklich bescheiden, war wirklich unerquicklich. Die hausten also in einem, sagen wir mal, Provisorium. Und das Ganze zog sich über Jahrzehnte. Ja, das war nicht eine Sache von ein paar Wochen. Und dann entwickelt sich unter diesem Nehemia mit diesem König eine ganz, ganz schrille Story. Und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Wenn du dir nämlich das Buch Nehemia anguckst, das ist alles wunderbar der Reihe nach aufgeschrieben. Also er ist da am Hof und dann kriegt er Besuch von Verwandtschaft und die erzählen ihm, wie ätzend das da ist und er wird völlig erwischt. Er kommt also in Trauer und Bedrängnis und ist richtig, richtig in Not, weil sie haben ihm erzählt, in welchem großen Unglück und in welcher Schmach eben diese Übriggebliebenen, interessanter Ausdruck, die Übriggebliebenen dort in Jerusalem sind. Und die Brüder haben ihm erzählt, die Stadt ist immer noch K.O., ja, die Mauern sind niedergerissen, die Tore sind verbrannt, das ist also einfach schwierig da. So, und das heißt es, dass er tagelang trauerte und betete und sich an Gott wandte. Und in dem Gebet ist es interessant. Er weiß, die Stadt ist vernichtet wegen unserer Sünden. Er kommt also nicht zu Gott und erzählt ihm irgendwas, sondern sagt, wir haben es verhunzt. Das ist wegen unserer Sünde. Der hat das verstanden. Ja, und dann hat er die bekannt. Und dann sagt er, auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Er stellt sich da mit rein. Und redet zu Gott und sagt, ich weiß, dass du gesagt hast, wenn dein Volk eben dich nicht an deinen Gebote und deine Ordnungen hält, dann wird sowas passieren. Dann werden sie weggeführt werden. Du hast es in deinem Wort gesagt. Aber du hast auch gesagt, wenn sie zurückkehren zu deinen Ordnungen, dann wirst du sie wiederherstellen im Land. Und dann hat er gesagt, Gott, hier, pass auf. Hier steht's. Du, jetzt ist die Zeit. Im Grunde genommen ganz ähnlich wie der Hiskia. Ja? Kannst dir so vorstellen, der hat das Ding genommen, hat gesagt, hier, Gott, guck mal gut zu, was du geschrieben hast. Hier, ich berufe mich darauf, was du hier gesagt hast. Wie ist jetzt? Also, lass uns das zusammen anpacken. Genauso hat er gebetet. Lass uns das Ding zusammen anpacken. Ich weiß nicht, ob der wusste, dass er die Erhörung seines eigenen Gebets sein wird, aber wurde er dann. Er war also vor dem König und war irgendwie da tief deprimäßig drauf. Und der König sieht das und sagt, was ist mit dir los? Und dann geht es ihm in die Knochen. Das steht da richtig drin, ja. Es ging ihm richtig, hat ihn erschrocken und gesagt, da betete ich zu dem Gott des Himmels. Jetzt ein Stoßgebet. Und dann hat er seine Bitte vorgebracht, vor dem König. Und sagt, dass du mich nach Juda senden sollst zu der Stadt der Gräber meiner Väter, sprich Jerusalem, damit ich sie wieder aufbaue. Also der hat einfach das, was ihm auf dem Herzen war, artikuliert vor dem mächtigsten Mann seiner Zeit. Und das Wunder geschah, dieser König, dieser Herrscher, gestattet ihm das. Er sagt, okay, bist vertrauenswürdige Person, kriegst volle Ausrüstung mit richtig, ich sag mal, Kampfkraft, Power, Leuten, geh hin, bau die Stadt wieder auf. Und als er da ankommt, dann geht das natürlich wie ein Lauffeuer rum und dann gibt's Stress. Dann gibt's Stress. Als aber Sanballat der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht davon hörten, bereitete es ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Großen Verdruss. Da gibt es jemanden, der sich an Israels Seite stellt.
Das bereitet großen Verdruss. Hier werden zwei Leute genannt oder zwei Gruppen. Und dann entwickelt sich das weiter. Der ist erst ein paar Stunden da, sagt kein Mensch was. Und dann in der Nacht, mehr oder weniger allein mit dem Führer oder was, inspiziert er selber erstmal das. Der hat erstmal niemand vertraut von den Typen, die da waren, in dieser desolaten Stadt. Er hat sich selber ein Bild gemacht und ist nachts eben darum gezogen, hat sich alles angeguckt. Dann hat er die Stadt da zusammengerufen, hat jetzt gesagt, was sein Plan war und so weiter und hat gesagt, wir werden jetzt hier die Stadt aufbauen, wir werden die Mauern bauen. Und dann ist es so, dass es heißt, als aber Sanballat der Horoniter und Tobia der ammonitische Knecht und Geshem der Araber davon hörten, spotteten sie und so weiter und so weiter. Jetzt sind schon drei Gruppen, die hier genannt werden. Aber bis jetzt war es nur Spott. Das Ding entwickelt sich weiter und die fangen an zu bauen. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich. Und er spottete über die Juden und er sprach zu seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und redet mit denen. Und Tobia der Ammoniter stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt er ihre Steinmauer ein. Also Spott. Die fangen an zu bauen und es bleibt nur so ein beißender Spott. Hier sind jetzt schon vier Gruppen genannt. Interessant, ne? Und die arbeiten weiter. Die arbeiten richtig voran. Und es heißt so schön hier, dass das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Hey, die Mauer hat jahrzehntelang in Ruinen gelegen. Der Feind konnte rein und raus. Und es brauchte jemanden, der gesagt hat, jetzt. Alle zusammen, Arm packen, jetzt geht's los. Und auf einmal, das Wunder geschah, waren die Leute, die da waren, mit vollem Herzen dabei. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschoditer hörten, was merkt ihr, jetzt sind schon fünf Gruppen, die hier genannt werden, und so weiter, dass die Ausbesserung der Mauern Jerusalems Fortschritte machten, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Das ist richtig typisch, wie der Feind arbeitet. Und dann kommt die Stelle, die ihr bestimmt kennt, dass die Bauleute eben mit Waffen ausgerüstet worden sind. Die Lastenträger, ja, hatten so heißt es hier, in der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffen hielt. Ne? Bei den Bauleuten hatte jeder ein Schwert um seine Hüften gegürtet. Dann hatten sie Wachen aufgestellt, Wächter und so weiter. Richtig, bauen und für den Kampf bereit sein. Das haben die da kombiniert gehabt. Dann heißt es hier, so arbeiteten wir, der war immer dabei, der hat mit angepackt, so arbeiteten wir an dem Werk. Vom Aufgang der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. Also die haben richtig mit vollem Einsatz dich da reingeklinkt. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem der Araber und der Rest unserer Feinde vernahmen, jetzt sind es wieder nur vier Gruppen, aha, der Höhepunkt ist überschritten, dass sich die Mauer gebaut hatte und dass kein Riss mehr darin war, aber es waren auch nicht die Tore eingesetzt, da hat er zu mir senden lassen, hat gesagt, du, pass mal auf, komm mal her, wir machen mal ein Treffen. Wir müssen uns mal mit dir hier, wir müssen mal so eine Konferenz halten, wir müssen uns mal hier treffen, wir treffen uns da und da, komm du zu uns. Nur der hat natürlich den Braten gerochen, dass das nichts Gutes war und hat gesagt, nee, gar nicht, ich habe hier einen großen Job zu tun, keine Zeit. Fünfmal wurde er aufgefordert, doch dahin zu kommen. Ne? Und dann heißt es, hier sehr schön, dann hat er seinen Diener gesandt, dieser Sanballat, und der hatte einen offenen Brief in seiner Hand. Die gab es also damals schon, einen offenen Brief. Ne? Also wenn du effektive PR machen willst, dann arbeitest du mit einem offenen Brief. Das hatten die damals schon drauf.
also für mich klingt das alles sehr nach heute. Vielleicht mag ich es deshalb so gern, die Story. Und da in diesem Brief steht drin, unter den Nationen verlautet, und Geshem sagt es auch, wer auch immer dieser Geshem ist, warum das so wichtig ist, dass er das sagt, du und die Juden, ihr beabsichtigt, euch zu empören, darum baust du die Mauer auf und du willst nach diesem Gerücht ihr König werden. Sogar Propheten sollst du eingesetzt haben, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen, er ist König von Juda. Nun, solche Gerüchte werden dem König zu Ohren kommen. So mach dich nun auf, dass wir miteinander beraten. Hey, das war echt wirklich Politik. Das war richtig Politik. Richtige miese Machenschaften. Ja? So, irgendwie den Versuch, da den da so zu manipulieren und einzufangen. Nehemia war da ganz, fast würde ich sagen, stumpf. Ja, hat zurückgesandt und hat gesagt, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem Herzen hast du sie frei erfunden. Das ist die Wahrheit. Und das hat er also wirklich auch ganz, ganz plakativ gesagt. Der hat sich da in keiner Weise irgendwie manipulieren lassen oder beeinflussen lassen oder den Raum gegeben oder dem überhaupt nachgegeben oder mit denen geredet, nichts. Der hat das einfach, sag ich mal, ins Leere laufen lassen. Da können wir viel von lernen. So, dann kam es noch blöder. Dann haben sie sich was ganz Mieses einfallen lassen und das war wirklich mies. Das war vielleicht das Mieseste vom Ganzen. Das war nämlich ein Mensch in Jerusalem, der hieß Schemaja. Wird ja auch genau beschrieben, der Sohn von sowieso und der Sohn wiederum von sowieso. Und der war wohl offensichtlich, wenn ich das hier lese, ein Prophet. Und der hat gesagt, pass mal auf, die wollen in der Nacht kommen, um dich umbringen. Wir gehen in den Tempel, verschanzen uns im Tempel, machen die Tür zu. Das war dem sein Rettungsvorschlag. Ich weiß nicht, als welches Wort Gottes der das dem verkauft hat. Ja, auf jeden Fall war das das, was der gesagt hat. Und Nehemia sagt, Achtung, hä? Ein Mann wie ich sollte davonlaufen. Ein Mann wie ich sollte davonlaufen. Vorher waren es die Feinde mit ihren Botschaften. Jetzt kommt es der vermeintliche Diener Gottes. Dieser abstruse Prophet. Dachte, hier, pass mal auf, wir müssen das und das machen. Und jetzt schaltet er hier seinen gesunden Menschenverstand ein und sagt, hä? Nichts da. Nichts da. Gar nichts. Und nachdem er das gelegt hatte, das gesagt hatte, dass er, ich kann nicht davonlaufen, sagte er, abgesehen davon, ich bin kein Levit. Ich bin kein Levit. Ich kann nicht in den Tempel gehen. Er sagt, wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Das war ja verboten. Er sagt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Im Traum komme ich nicht drauf, in den Tempel zu gehen. Schon gar nicht, weil irgendjemand mich da bedrängen will. Nix da. Und danach heißt es, und ich merkte, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er redete die Prophezeiungen über mich, Achtung, weil Tobia und Sanballat ihn angeheuert hatten. Das war jetzt schon blöd. Also das war eine wirkliche miese Schiene, ne? Jetzt das Reden Gottes auf einmal so vorzudingsen. Mach hier ja nicht weiter. Hör ja auf. Der Herr will das gar nicht, dass ihr hier das macht, was ihr hier macht. Ganz übel. Angeheuert. Angeheuerte Propheten vom Feind. Und dann wird sogar noch eine Frau, eine Prophetin Noadja erwähnt. Und auch andere Propheten, der Rest der Propheten, die mich in Furcht versetzen wollten. Also es war kein Einzelfall, da gab es einen ganzen Schwung von Leuten, die mit dem Feind Gemeinschaft gemacht hatten. Sagen wir mal geistliche Profis, die aber angeheuert waren. Die standen sozusagen beim Feind auf der Lohnliste. Abstrus, ne? Abstrus. Und der Nehemia völlig, also mega cool, lässt das alles an sich abperlen.
macht seinen Job, baut von morgens bis abends da mit den Jungs da an der Tempelmauer, an der Stadtmauer rum. Und dann heißt es ganz unspektakulär, und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Nun, das war rekordmäßig. Das war 140 Jahre, nachdem die Mauer zerstört worden war. So, das war endlos, war die Mauer kaputt, die Stadt war ruiniert, dann kamen die Leute da wieder dahin, dann war das alles so mühsam und schwierig und kaputt und destruktiv und erbärmlich. Und dann kommt der hin und 52 Tage, nicht mal 2 Monate, und das Ding ist geregelt. Ich sag mal so, das Potenzial von den Bauleuten, das war ja da. Die brauchten einen, der die Vision hat. Die brauchten einen, der gesagt hat, jetzt geht's los. Lass uns mal alle zusammen hier anpacken. Und deshalb ist dieser Nehemia ein wirklich grandioser Typ, der da, also einfach auch, ich denke mal, von der Motivation her, die Leute gepackt hat. Er hat hier, jetzt. Wir lassen uns nicht länger von den Feinden hier manipulieren, die hier rein und raus marschieren. Tage, mehr nicht. Danach kam es zu verschiedenen geistlichen Reformen. Es wurde der Bund, der alte Bund, also der Bund, den Gott geschlossen hat, wurde erneuert. Denn, wie gesagt, das war ja jetzt, guck mal, die waren unter Mose ins Weiße Land gekommen, haben das Land eingenommen, dann gab es da die Richter, dann gab es da die Könige und so weiter. Und auf einmal war dann die babylonische Gefangenschaft, war ja, ich sag mal, Diaspora, war ja alles zum Erliegen gekommen. Und jetzt wird es wieder aufgerichtet und der Bund wird neu etabliert. Unter Esra und Nehemia. Ganz, ganz entscheidend für die Geschichte auch des Judentums. Innerhalb der ersten wenigen Jahre seiner Statthalterschaft hat er das alles auf die Reihe gekriegt. Und wir lesen danach im Buch Nehemia dann nur noch mal, dass er nach 12 Jahren, wir wissen nicht, wie oft in der Zwischenzeit, dass er zur Berichterstattung am persischen Hof war und so weiter und dann wieder zurückkehrte und dass da verschiedene Missstände waren und so weiter. Und dann ist das Buch zu Ende. Wie gesagt, das war vor etwa 2460 Jahren. Nehemias Auftreten hat neue Hoffnung, neue Vision, neues Ziel gegeben für das Volk, was da war. Diesen Überrest, diese übrig gebliebenen, die paar People, die eben zurückgekehrt waren unter miserabelsten Umständen. Ja, neue Hoffnung. Und wie ihr gerade gehört habt, gab es da eben einen Haufen Gegner und Feinde. Und hier werden eben dieser Sanballat, der Tobia und Geshem namentlich aufgezählt. Und was, wenn man das sich genauer anguckt, was da auffallend ist, die hatten ihre Connections. Wie bei diesen komischen Propheten, ja, die da irgendwas prophezeit haben, Dubioses. Die hatten ihre Connections, die hatten ihre Leute. Und zwar in die Führungsschicht in Jerusalem hinein. Die hatten sehr gute Beziehungen in die absolute Leiterschaft, in die Führungsschicht. Spitzel, Mitläufer. Die Bibel schreibt Verwandtschaft. Verwandtschaft. Filz, Netzwerk, Seilschaften, alles funktionierte bestens. Man wollte da ja die Stadt keinesfalls in Position kommen lassen. So, und deshalb gab es Druck von außen, Probleme von außen, Schwierigkeiten von außen und Schwierigkeiten von innen. Schwierigkeiten von innen. Aber trotz dem ganzen Hickhack, den uns das Buch Nehemia berichtet, gelang es, trotz all der Widerstände, eben diese Mauer zu bauen. Das hat einen sagenhaften Durchbruch im Volk Gottes gegeben. Selbstbesinnung, die kamen wieder zu dem Bewusstsein, wir sind das Volk Gottes. Wir haben den Bund wieder neu geschlossen. Da wurde mit einer Ernsthaftigkeit auf einmal wieder das Gesetz gehalten und das Ganze entwickelte sich so, dass das, was unter Nehemia und Esra geschah, das ist, was, sagen wir mal, die Keimzelle des Judentums, wie wir es heute kennen, ist. Da entstand
das Judentum, wie es bis zum heutigen Tag ist. Das Judentum wurde auf der Grundlage des Wirkens von Esra und Nehemia gelegt. Ganz interessant. Das Buch Nehemia wurde etwa um das Jahr 430, 420 vor Christus geschrieben. Und dann wird es interessant, weil mit Nehemia, zeitgleich gab es einen Propheten Maleachi, hört das Alte Testament auf. Die Berichterstattung hört damit auf. Nehemia ist eigentlich das letzte Buch des Alten Testaments. Danach ist 400 Jahre, also fürs Judentum ist ganz Schluss, ja, aber für uns ist 400 Jahre Ruhe, bis dann mit der Ankündigung der Geburt Jesu das Neue Testament beginnt. Also Nehemia ist sozusagen Schlusspunkt, Ausrufezeichen des alten Bundes. Und da steckt was drin. Da steckt was drin. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Ich empfinde nämlich, dass da eine grandiose, wirklich grandiose prophetische Message drin steckt, für uns, aber auch heilsgeschichtlich. Und dass da wirklich, also für mich ist das etwas, wo ich sage, das ist so gehaltvoll, so grandios, so genial. Zuerst mal für uns, prophetische Bedeutung, für uns als Kinder Gottes, okay? Was diese ganze Story uns sagt. Und zwar als Kinder Gottes, als Einzelperson, Familie, auch für Gemeinden, ne? Aber auch für das ganze Volk Gottes in Deutschland. Worum geht es denn hier bei dem Buch? Es geht um den Bau der Mauer. Ja, es geht darum, dass eine Schutzmauer um Zion ist. Zion ist das Volk Gottes. Zion steht für das Volk Gottes, steht für dich und mich. Und da muss eine Schutzmauer drumherum. Es geht um eine Schutzmauer. Es geht um die Errichtung und Fertigstellung dieser Schutzmauer. Um Schutz, um Abwehr. Das steht doch für Autorität. Das steht doch für eigene Herrschaft. Das steht doch dafür, dass wir in Position sind und eben nicht der Feind rein und raus marschieren kann, wie er will. So, aber das erleben doch die meisten Christen. Sie erleben, dass sie in ihrem, wie sie im Leben vorwärts gehen, einfach von irgendwelchen Attacken vom Feind bombardiert werden. Von außen und von innen. Du denkst, wie kann das denn sein? Und der Feind ist da und wütet und er versucht uns zu sagen, wie das Ding zu laufen ist. Er kommt und sagt, pass mal auf, das geht und das geht nicht. Warum? Weil eben die Mauer nicht gebaut ist. Das Volk Gottes, obwohl der Tempel schon da ist, obwohl der Tempeldienst da ist, heißt, obwohl du dem Herrn dienst, obwohl du Christ bist, obwohl du mit dem Herrn vorwärts gehst, obwohl du betest, marschiert der Feind rein und raus. Der hat Zugang. Und so ist das Volk Gottes im gewissen Rahmen, im gewissen Sinne wehrlos vor diesem Feind, vor Gegnern, vor Manipulation, vor Kontrolle, vor Druck, vor Rumkommandieren. Der Feind sagt dir, was du machst und was du nicht machst. Oder die Welt bestimmt, was geht und was nicht geht. Da kommt Anklage, Verleumdung. Und wo gibt es das in unserem Leben? Wo sind wir schutzlos? Manchmal diesen Attacken ausgeliefert. Wo kommt da was, was sich einfach gegen uns stellt? Wie kann das denn sein? Ja, das ist, weil die Mauern, die Schutzmauern, eben nicht richtig stehen. Weil da was gebaut werden muss. In unserem Leben, in unseren Familien. Und der Herr sagt, ich will das machen. Ich will sozusagen Nehemia in deinem Leben errichten. Und vor allen Dingen ist es für mich, natürlich für Deutschland, also für das Volk Gottes in Deutschland wichtig. Sorry, das Volk Gottes in Deutschland ist in einer Schwäche und einer erbärmlichen Position und zerstritten. Es ist wirklich schwierig, wenn du schaust, was anderswo an Entwicklung in der Christenheit ist. Wir haben 1 bis höchstens 2%
Leute, die sich als wiedergeborene Christen bezeichnen. Und die sind teilweise noch miteinander sehr stark verfeindet. Ne? Ist nicht so, dass wir stehen und ein Bollwerk gegen den Feind sind. Es ist eher so, dass der Feind hier rummarschiert und er, ja, sagt, was geht und was nicht geht. Und auch er hat seine Leute, auf der, die er angeheuert hat, ne, und die in irgendwelchen Positionen sitzen. Okay. Und damit komme ich, also das ist für uns persönlich, und damit komme ich zum nächsten Punkt. Da ist ein gewaltiger Sinngehalt heilsgeschichtlich enthalten. Heilsgeschichtlich. Die Mauern werden neu errichtet. Wofür? Na, für Israel. Für die Stadt Jerusalem. Okay. Nach was für einer Zeit? Nach der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft, irrwitzigen Problemen, Schwierigkeiten, dann dauert es noch, dauert noch und irgendwann kommen die in kleinen Portionen wieder in ihr Land und in ihre Stadt. Und irgendwie sind sie dabei, das Ding wieder aufzubauen. Kommt das irgendwie bekannt vor? Das ist exakt das, was mit Israel in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Das ist genau das, was passiert. Zion wird wieder gebaut. Der Herr stellt sein Volk, seine Stadt, seine Herrschaft in Israel wieder her. Schau, die babylonische Gefangenschaft ist ein Vorschatten für die Diaspora des Volkes Israel nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus bis zum Tag, als der Staat im Jahr 48 wieder gegründet worden ist. In diesen knapp 2000 Jahren. So, und damals hat Esra den Tempeldienst wieder aufgerichtet und Nehemia die Stadtmauer gebaut und genau das passiert hier. Und das Gleiche passiert mit diesen abstrusen Feinden. Da ist ein gewaltiger Zusammenhang drin. Es geht um Israel und es geht um Jerusalem. Und da ist ein bemerkenswerter Satz. Nehemia 6, Vers 15. Ich möchte euch das hier nochmal zeigen. Das ist von den sieben Festen. Worum es jetzt geht, das finden wir hier unten. Das ist der Monat Elul und das ist der letzte Monat vor dem eigentlichen Festmonat, dem siebten Monat, der mit Rosh Hashanah beginnt, beziehungsweise damals hieß der Yom Teruah, das ist der Tag des Posaunenblasens. Der Tag des Posaunenblasens ist heilsgeschichtlich der Tag, wo Jesus wiederkommt. Der Tag der Wiederkunft des Herrn. Posaunen, ne? Immer und immer wieder in der Bibel beschrieben. Wobei, wenn da Posaune steht, ist Shofar gemeint. Und da heißt es in Nehemia 6, Vers 15, und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Hier ist der Monat Elul, irgendwann haben sie angefangen und am 25. ist sie fertiggestellt. Der Monat hat 29 Tage, heißt 4 Tage vor Yom Teruah. Heilsgeschichtlich, wenn wir das auf unsere Zeit übertragen, also paar Tage vor der Wiederkunft des Herrn, wird Israel wieder gegründet, wird Jerusalem wieder gebaut, wird Zion errichtet. Kapiert ihr? Da ist eine Parallelität drin. Ja, hier sehen wir das. Also am 25. ist irgendwo hier. Ja, so 5 vor 12. Für uns ist das sehr interessant. Wenn Israel wieder gegründet wird, wenn Jerusalem wieder gebaut wird, befinden wir uns ganz, ganz kurz, prophetisch, heilsgeschichtlich, vor dem Moment, wo der Herr wiederkommt. Endzeitliche Bedeutung. Und weil es eben eine große heilsgeschichtliche Bedeutung ist, deshalb spielt auch die ganze Welt wie verrückt, wenn es um Israel oder insbesondere Jerusalem geht. Deshalb sind die Nationen wie verrückt. Psalm 2. Und toben die Nationen und sind atlas die Völkerschaften. Ja, das ist wirklich Stand heute. Jerusalem wird real wieder errichtet, wird gebaut.
das heutige Jerusalem lag Jahrhunderte brach, war Jahrhunderte in der Hand der Feinde. Ja, ich sag mal, der Feind konnte einen ausmarschieren, wie er wollte. Und jetzt wird es wieder errichtet. Natürlich nicht mit einer Stadtmauer, sondern im Geistlichen. Es wird wieder errichtet, es bekommt wieder Position, es hat sozusagen eine geistliche Stadtmauer. Es kommt wieder in diese Herrschaft, in diese Autorität, in diese Position. Als Volk wird wieder gegründet. Raus aus der Gefangenschaft, wieder ins Land, wieder in die Stadt. So, und was haben die Typen damals hier, Geshem und seine Jungs, gemacht? Die haben gesagt, was geht und was nicht geht. Die haben gesagt, auf alle möglichen Schlichen, mach mal nicht. Die haben versucht zu verhindern, dass die bauen. Was tut die Welt heute? Sie versucht, Israel zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Sie sagen, das macht ihr nicht. Ja? Der Wille der Welt ist, dass sie sagen, hey Israel, ihr habt gar kein Anrecht zu bauen. Ist dir mal aufgefallen, dass es meistens ums Bauen geht, wenn es um Israel mit irgendwelchen Stress hat? Das hat eine wichtige Bedeutung. Ihr dürft nicht bauen. Mal einen kleinen Kommentar. In Syrien liegen Städte in Schutt und Asche, das sieht aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Interessiert fast keinen. Wenn in Israel eine Garage gebaut wird, schreit die Welt auf. Das ist ein völlig krasses, aberwitziges, absurdes Missverhältnis, was du nur verstehen kannst, wenn du das prophetisch, heilsgeschichtlich nachvollziehen kannst. Ihr dürft nicht bauen. Ihr dürft euch auch nicht verteidigen. Bloß nicht. Ihr habt auch gar kein Anrecht. Was ihr hier macht, ist alles illegal. Das ist eins zu eins das, was bei Nehemia gesagt worden ist. Und dann, ihr müsst uns Rechenschaft geben, was ihr hier macht. Verantwortet euch vor uns. Das ist der Wille der Welt. Und das war der Wille von den Typen damals. Was hat Nehemia gemacht? Nichts. Einfach ins Leere laufen lassen. Was macht die israelische Politik heute? Exakt das Gleiche. Und wisst ihr was? Das ist das Beste, was sie tun können. Das ist nämlich vom Herrn. Sie gehen nicht auf den Leim, diesen ganzen Verstrickungen überhaupt nachzugehen. Das ist weise. Das ist vom Herrn. Halleluja. Ich finde das grandios. Finde ich wirklich grandios. So, und jetzt als nächster Punkt wird es noch besser. Ich sage ja Heilsgeschichte. Ups. Wo waren wir denn hier? Da. Dort, genau, da will ich hin. Heilsgeschichte. In diesem Bericht wird ja an diesem besagten Vers 52 Tage erwähnt. 52 Tage. Das ist ja interessant, dass das so präzise da erwähnt wird. 52 Tage. Das steht nicht umsonst da. Wenn sowas in der Bibel steht, gibt es immer einen Grund. Vielleicht verstehen wir den Grund nicht auf den ersten Blick, aber es gibt einen Grund. Hier gibt es auch einen Grund. Und da schauen wir uns mal das an. Das hier sind die ersten vier Feste auf dem biblischen Festkalender, die eine heilsgeschichtliche Bedeutung haben. Beginnt mit Passa, dann die Woche der ungesäuerten Brote, dazwischen ist der Tag der Erstlingsfrüchte und dann geht es hier diese Omerzählung bis zu Pfingsten bzw. Schabbat. Ja, das hier steht für Kreuzigung, Auferstehung, christliches Leben und hier das für die Geistestaufe, Pfingsten. Das kannst du, wenn es dich interessiert, in den Büchern Die sieben Feste der Bibel und ihr Geheimnis, kannst du das nachlesen. Da habe ich das ausführlich ausgearbeitet. Wenn du nachzählst, ist es so. Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Der dritte Tag war gleichzeitig der erste Tag von dieser Zählung. Bleiben noch zwei übrig. 50 plus 2 gibt 52. In 52 Tagen hat Jesus alles erfüllt. Er wurde gefangen genommen. Er wurde verurteilt. Er hat gelitten. Er starb am Kreuz, er wurde begraben, er stand am dritten Tag von den Toten auf, dann war die Zeit, wo er die Jünger 40 Tage gelehrt hat, dann fuhr er zum Himmel und dann sandte er den Heiligen Geist. Alles in 52 Tagen.
Und mit Ausnahme von der Zeit, wo er die Jünger gelehrt hat, diese 40 Tage, wo fand das alles statt? Alles in Jerusalem. Alles in Jerusalem. Ihr merkt, das kombiniert sich so richtig zusammen, das ist wie Puzzlesteinchen, die zusammenkommen. Den Zeitraum, den Nehemia brauchte, um die Mauer zu bauen, ist der gleiche Zeitraum, den Jesus brauchte, in Anführungsstrichen, um die Heilsgeschichte zu erfüllen von den Dingen, die er bereits erfüllt hat. Was ist das nächste Heilsgeschichtliche, was kommt? Die Wiederkunft des Herrn. Der fünfte Festtag, Rosh Hashanah, beziehungsweise Yom Teruah, der Tag des Posaunenschalls. Und was ich da wirklich bemerkenswert finde, ist, das Alte Testament kommt mehr oder weniger mit dem Bericht von diesen 52 Tagen zum Ende. Ja, gibt noch ein bisschen was hinterher, aber das ist eigentlich das Ausrufezeichen. In 52 Tagen ist die Mauer gebaut, kurz vor Yom Teruah. Das ist das Ende mehr oder weniger des Alten Testaments. Und dann kommen diese 400 Jahre. Und dann geht das Neue Testament los und es gibt ein bisschen was vorher. Und was ist dann? Wieder 52 Tage. Mit diesen 52 Tagen, die Jesus vollbracht hat, geht dann die Zeit der Gemeinde los. Beginnt das Zeitalter, in dem wir sind. Das ist parallel. Es ist im Grunde genommen der Ende des Alten Testaments mit Nehemia und ich sage mal der Start des Neuen Testaments mit Jesus. Ich finde das bemerkenswert. Ich finde das hochinteressant, wie das zusammenfließt. Ja? Und wir dürfen wissen, wir sind da mit drin. Wir sind da drin. Das ist nicht irgendwie eine nette Story, Lehrkonstrukt, irgendwas, was nichts mit dir zu tun hat, sondern du bist da drin. Es geht um die Mauer deines Lebens, deiner Gesundheit, deiner Finanzen, deiner Kinder, deines Arbeitsplatzes, deines was auch immer. Deiner Familie, deiner Gemeinde, deinem Land. Es geht um dich. Und gleichzeitig sind wir eingepflanzt, richtig reingebaut, ja, in dieses Ding kurz vor der Wiederkunft des Herrn. Und wir sehen, wie es in Israel immer mehr sich zuspitzt. Das ist so ein gewaltiges heilsgeschichtliches Bild. Ich finde das sehr, sehr bewegend. Und ein anderer, nochmal etwas anderer Gedanke ist, den ich sehr bemerkenswert finde, ist, wenn du das mal liest, Nehemia Kapitel 3. Also, wenn du keine Offenbarung hast, denkst du, Mann, ist das, wie man so schön neudeutsch sagt, proper boring. Also, ist ja sterbenslangweilig. Ja, ist ja sowas von ätzend. Ein Name mit hinterm anderen, das ist ja, hört ja gar nicht auf. Aber diese Liste, die dort erwähnt wird, die ist grandios. Die hat es echt in sich. Deshalb werden wir uns die mal ein bisschen genauer anschauen. Schau mal, hier nimmt sich Nehemia Zeit und schreibt, also wirklich, ich weiß nicht, wie viele Verse das sind, 40 oder was, schreibt der, welche Leute mitgebaut haben an der Mauer. Er benennt die beteiligten Gruppen. Und wenn du dir das genauer anguckst, merkst du, das ist ja völlig uneinheitlich. Da ist überhaupt kein System drin. Was schreibt der da für ein Zeug? Das ist ja eigentlich eigentümlich. Schau mal, als das Volk Israel unter Mose in diesen 12 Stämmen plus den Leviten dann geführt worden ist, da hatte jeder Einzelne, ich sag mal, jede Nase war eingebettet, war irgendwo eingeordnet in dem ganzen System. Die konnten genau wissen, okay, das ist aus dem Stamm sowieso und dann ist das der Sohn von dem. Das war glasklar strukturiert. Die wussten bei der Einnahme des Verheißenen Landes, wie alles lief. Das war bestens durchorganisiert in die Stämme, in die Sippen, in die Clans, in die Familien, bis hin in die zu der einzelnen Person. Das ist hier aber nicht. Wenn du das liest, sagst du, was für ein Chaos. Genau. Warum steht das in der Bibel? Die ersten Verse davon lauten:
Und der hohe Priester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hanael. Ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Daneben baute Sakur, der Sohn Imris, und das Fischtor bauten die Söhne Senaas. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel ein, seine Riegel und seine Sperrbalken. Und ihnen zur Seite besserte Meremoth aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots. Und daneben besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Meschesabels. Und daneben besserte Zadok aus, der Sohn Baanas. Und daneben besserten die Tekoite aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für den Herrn. Und das Jaschanator besserte und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist eine echt lange Liste von irgendwelchen Leuten, die da irgendwie mitgearbeitet haben. Und wenn du das genauer anguckst, gibt es da ein paar interessante Sachen. Also erstmal arbeitet der Hohepriester mit, schon mal gut. Die Priester arbeiten mit. Die Männer von Jericho arbeiten mit. Dann ein Haufen Leute, die Söhne von irgendjemand, irgendwelche Leute, die benannt werden mit ihrem Herkunft, massenhaft. Ja, massenhaft. Und dann die Tekoiter. Wer auch immer die Tekoiter waren. Irgendeine Gruppe, die mitgemacht hat. Vielleicht waren es Leute aus Tekoa, keine Ahnung. Und die haben mitgearbeitet. Dann waren die Männer der Gibeoniter, ein Meroniter. Dann die Männer aus Gibeon und Mizpah. Dann Uziel, der Sohn Harhajas, der Goldschmied. Hanania, der Salbenmischer. Und so weiter. Dann irgendein Typ, der war der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Okay. Dann Jedaja, der Sohn Harumafs. Ja, interessanterweise. Der besserte die Mauer aus seinem Haus gegenüber. Finde ich sehr interessant. War es ein ganzer Schwung, Leute. Die haben sozusagen vor der Haustür die Mauer gebaut. Weise, vernünftig, gut. Nicht alle, aber etliche. Und das geht hier weiter und weiter und weiter. Hier wird beispielsweise ein Mann erwähnt, der Sohn Pahab-Moabs ist. Also Moabs. Ein Moabiter? Keine Ahnung, warum wird das hier erwähnt. Dann wird erwähnt, der Oberste des anderen halben Bezirkes von Jerusalem, ein gewisser Shalom, er und, Achtung, seine Töchter. Das Tator besserte Hanun und die Bewohner von Sanoach aus und so weiter und so weiter und so weiter. Das geht hier endlos, was die gemacht haben. Ja, die Torflügel und die Mauer von da bis dort und was die gemacht hatten, wie sie die ganze Mauer, die Tore repariert haben. Die Mauer wurde gebaut. Dann kommt ein anderer, heißt auch noch Nehemia, der Sohn Asbuks, der Oberste des halben Bezirks von Bezur. Ja, der arbeitet an einer Stelle, das heißt bis zum Haus der Helden, was auch immer das ist. Nach ihm besserten die Leviten aus. Dann gibt es einen, der ist Eser, der Sohn Jeschuas, der Oberste von Mizpah. Dann wird extra erwähnt, hier, nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabais, eifrig, einen weiteren Mauerabschnitt aus, eifrig und so weiter, weitere Namen. Nach ihm besserten die Priester aus, die Männer aus der Jordanebene. Und weitere Leute, nochmal die Tekoiter und dann nochmal die Priester und wieder jemand, der gegenüber seinem Haus was ausbeitet. Und dann heißt es, und Shemaja, der Sohn Shechanjas, der Hüter des Osttores, der irgendwie dann diesen Posten da bekommen hat oder vielleicht vorher schon hatte, auf jeden Fall war der dabei. Nach ihm, das finde ich jetzt ganz scharf aus, besserte Hanun, der sechste Sohn Zalafs, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Was ist das für eine eigentümliche Info? Warum steht das in der Bibel? Nach ihm besserte Meschulam, der Sohn Berechas, aus seiner Tempelzelle gegenüber. Frag mich nicht, was damit gemeint ist. Offensichtlich ein Levit oder ein Tempeldiener,
der da irgendwie im Tempel so sein Office hatte. Und dagegenüber hat er die Mauer aufgebaut. Gut. Und dann nach ihm Malkia von den Goldschmieden. Und zum Schluss heißt es dann, und zwischen dem Obergemach an der Ecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. Haufenweise irgendwelche Namen. Warum stehen die da? Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Weil es Gott wichtig ist. Deshalb hat er es in sein Buch eingeschrieben. Diese Namen sind in der Bibel notiert. Die Namen stehen im ewigen Wort Gottes. Die sind festgehalten. Die sind erwähnt. Wie Namen der Feinde auch, zumindest teilweise. Aber hier, die Leute, die da aktiv dabei waren, wie soll ich mal sagen, ihre Namen werden in der Ewigkeit gefunden. Sie alle haben die Mauern Zions gebaut. Sie alle waren dabei. Und das ist, wenn du dir das anguckst, für mich ein Bild für das Volk Gottes. Das Bild für das Volk Gottes in der Vielfalt. Das sind völlig uneinheitliche Gruppen. Da sind ein paar Berufe genannt, ein paar Leute von ihrer Herkunft her genannt, da sind noch Männer und Frauen genannt, da sind ein paar Leute, die Arbeitsbereiche haben. Ja, ein paar Leuten ist das Arbeitsvolumen, manche kleine, manche groß. Ganz uneinheitlich. Einfach berichtet. Alle waren dabei, alle waren aktiv. Alle bauen die Mauern Zions. So, jetzt sehen wir das mal für uns heute. Wie würde das denn bei uns heute aussehen? Das Volk Gottes in seiner Vielfalt baut zusammen die Mauern Zions. Errichtet das Reich Gottes. Ich habe mir mal hier ein bisschen Spaß gemacht und einfach mal so eine Liste geschrieben, wie sowas aussehen könnte. Ist nicht ganz ernst gemeint, aber ihr werdet es schon sehen. Da bauten der Verband christlicher Internisten. Daneben die Business-Vereinigung christlicher Automobilzulieferer. Daneben der Hauskreis Klein-Jauchenbronn hinter den sieben Büschen mit fünf zahlenden Mitgliedern. Daneben ein christlicher Geschäftsmann, Milliardär. Daneben Ehepaar Rabonski, Hartz-IV-Empfänger. Sie beten für Obdachlose. Daneben die lutherische Kircheabteilung, bibelgläubige Pfarrer und Gemeindediakone. Die waren auch dabei. Dann das Gebetshaus Josua mit dem Slogan Landeinnahme leicht gemacht. Die Gewerkschaft der christlichen An- und Ausgestellten. Und dann, was Afrikanisches, die Gemeinde Holy Tabernacle of the Divine Trinity mit Pastor Olusegun Olufunsin Junior und First Lady Faith Olufunsin. Halleluja. Daneben baut Ehepaar Kasulke, Rentner, er gehbehindert, sie rüstig. Sie dienen dem Herrn mit ganzer Kraft. Daneben die Baptistengemeinde in der Nepomukstraße. Daneben der Gideonbund Nordhessen. Daneben Hotelpension zum guten Hirten mit Inhaber Gottlieb Prallmoser. Daneben baut die Juristenvereinigung Recht und Ordnung. Und daneben der Verband christlicher Uhrmacher und Zeitzeugen. Dann Schwester Kunigunde, daneben Bruder Pius. Dann die Biker für Jesus mit dem Wahlspruch, Tod, wo ist dein Stachel? Daneben die Drogenreha Neuanfang mit 12 Arbeitswilligen. Die Gebetsbruderschaft dranbleiben. Und daneben das Evangelisationswerk Help is on the way mit der Lobpreiskombo Rettung naht. Apostel Viktor Iljanovic und seine ukrainische Landsmannschaft Deutscher Zweig ist auch dabei. Und daneben die Bibelschule Forschen, Finden und Verkünden. Ja, und daneben Methodisten, Pietisten, Lutheristen, Baptisten, Calvinisten, Adventisten, Charismatisten, Pfingstleristen und freie Evangelisten.
und die Diakoniestation Goldhase. Alle zusammen bauen das Reich Gottes. Alle zusammen richten die Mauer auf. Jeder in seiner Abteilung. Jeder mit seinen Fähigkeiten, seinen Möglichkeiten, seinen Ressourcen. Ganz unterschiedliche Größe, Finanzkraft, Manpower. Ganz unterschiedliche Berufe oder Arbeitsschwerpunkte. Alle sind beteiligt. Das gilt für uns. Egal, wo du gerade bist. Wenn du fürs Reich Gottes aktiv bist, baust du an der Mauer mit. Ja, wir alle haben Anteil am Werk des Herrn. Und da geht es um Hingabe, es geht um Mitmachen, es geht um Gehorsam, Arbeit in Gottes Weinberg oder auf Gottes Ackerfeld oder eben an Gottes Mauer. Mitmachen an seinem Mauerbau. Bau Zion, bau Gottes Reich, das ist dein Job. Du bist jemand, der da mitmachen muss. Der sagt, ich bin bereit, die Mauer aufzubauen, weil der Herr kommt. Es gibt ja auch Leute, die stehen von der Ferne und bekritteln den ach so desolaten Zustand der Mauer. Nörgeln rum. Ist ja auch wirklich ätzend, ne? Wie die da so in Schutt und Asche liegt. Da kann man gut drüber lamentieren. Das ist aber nicht unser Job. Wir haben zu bauen. Wir haben aktiv zu sein. Wir müssen anpacken, Reich Gottes bauen. Und zwar, weil wir uns in einer ganz entscheidenden heilsgeschichtlichen Phase befinden. Ja, wir müssen dabei sein. Und dann gibt es natürlich noch diese Feinde, diese Gegner von außen. Die wollen das Werk stoppen, die wollen es vernichten, die wollen es blockieren und sie bekämpfen es, wo sie können. Sie wollen es behindern mit was auch immer. Und das kennen wir alle. Sehr unterschiedlich von der Art, wie der Feind agiert. Entweder ganz offener Kampf, richtig scharf. Oder auch drohen. Oder auch, wie wir hier gelesen haben, Verrat. Oder Schmeichelei. So Honig um den Bart schmieren, komm doch her zu uns, wir können auch mal hier ein bisschen verhandeln. Kommt ganz nett und scheinbar freundlich daher, so loyal. Das Ziel ist, dass du nicht baust. Das Ziel ist, dass du nicht aktiv Reich Gottes baust, sondern dass du irgendwas machst. Aber es gibt nicht nur die Feinde von außen mit ihren Repressalien und ihrem Druck, sondern es gibt eben auch blöderweise diese Feinde von innen, von denen, die eigentlich die Mauer bauen sollten. Habt ihr gehört, hier bei den einen, die Vornehmen beugten ihren Nacken nicht. Sie wollten nicht mitmachen. Andere Vornehmer haben begeistert mitgearbeitet, aber es gab auch welche, die haben eben nicht mitgemacht. Oder diese abstrusen Pseudopropheten, die da auftauchten. Da gab es von innen Gegner. Von innen irgendwelche Leute, die da angeheuert waren. Von innen irgendwelche Filzgeschichten, Seilschaften, die mit dem Feind da irgendwie aktiv waren. Die gibt es. Von innen. Vielleicht sogar gerade von der Leiterschaft. Also von diesen Edlen. Könnten beispielsweise jetzt mal sein, auf unsere Zeit übertragen, selbsternannte Kritiker. Warner, Mahner, Richter, selbsternannte Wächter. Leute, die sagen, was geht und was nicht geht. Was du zu tun hast und was du nicht zu tun hast. Die dir sagen, bau nicht an der Mauer, sondern du musst erst noch das und das und das. Lass dich nicht manipulieren. Lass dir nicht irgendwelche dubiosen Regeln vorgeben, die das Werk, was der Herr in dich, in dein Herz hineingelegt hat, blockieren. Folg dem Herrn. Der Nehemia hier, der hat sich mit überhaupt niemand beraten. Der hat sich mit dem Herrn beraten. Der hat sich erstmal einen Überblick verschafft und hat gesagt, Moment mal, was will Gott, dass ich mache? Und nicht, was sagen mir irgendwelche Leute, was ich tun soll? Gar nicht. Hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ist stumpf abgeperlt. Er hat gesagt, ich bin meinem Gott verantwortlich. Und weißt du was? Das bist du auch. Und jeder von uns kennt das, dass du im Leben Leute hast, die dir sagen, was du machen darfst und was du nicht machen darfst, was du tun sollst und was du nicht tun sollst. Und ich sag dir, nimm dich in Acht. Du bist Gott verantwortlich. Es geht um Gott. Du musst vor ihm Rechenschaft geben, nicht vor den Leuten. Und da können wir echt was von Nehemia lernen. Wir können lernen zu sagen, das, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, mein Job,
Meine Berufung, meine Bestimmung, die ziehe ich mit dem Herrn durch. Bei dem war es halt ja der Mauerbau. Bei dir ist es was anderes. Aber geh mit dem Herrn weiter. Du wirst sehen, es wird sich alles ergeben. Es wird sich alles führen. Ja? Und die Leute, die sagen, beschäftige dich mit uns. Komm zu uns. Ja? Die Gehorsam einfordern. Ich sagte, die wollen das Werk auf Nebengleise ablenken. Die wollen das auf Nebenschauplätze bringen. Die wollen Hauptsache, dass du nicht weiterbaust. Hauptsache, dass das Reich Gottes nicht gebaut wird. Wir sollen unseren Fokus auf was anderes richten, auf irgendetwas anderes. Sei passiv, mach hier nichts. Du bist ja Laie. Überlass das den Profis. Überlass das den Profis, den Vollzeitigen. Mach bloß nichts. Mach bloß nichts. Könnte womöglich verkehrt sein. Ja? Ganz, ganz ruhig bleiben. Je ruhiger, je besser. So sagen die. Sie versuchen das Werk, was Gott in dich hineingelegt hat, was nur du tun kannst, zum Stoppen zu bringen. Versteck dich in deinem Wohnzimmer und warte auf die Entrückung. Tu nichts. Warte. Jesus hat gesagt, hey Leute, geht los und macht zu Jüngern alle Völker, alle Menschen, verkündigt. Das ist unser Job, das hat Jesus uns gesagt. Das ist es, wofür wir Rechenschaft ablegen müssen. Das ist das, was er von uns erwartet. Das ist es. Baut das Reich Gottes. Also in dem Sinne übertragen, richtet die Mauern auf. Baut die Stadt auf. Errichtet Zion. Und zwar in Kraft, in Autorität, in Vollmacht. Ja. Und wie gesagt, die einen stellen sich nebenhin und bekritteln den Zustand der Mauer. Die anderen versuchen, die Leute, die da jetzt arbeiten, noch zu behelligen. Die Dritten arbeiten nicht mit, sondern rümpfen nur die Nase. Es gibt unterschiedlichste Spielarten, wie Leute damit umgehen. Wichtig ist, wir müssen die sein, die mit anpacken, die mit vorwärts gehen. Die sagen, mit meinen Ressourcen, mit meinen Möglichkeiten, mit meinem Beruf und dem, was ich kann und was ich bin, gehe ich vorwärts und mache das, was der Herr getan haben möchte. Ich investiere das, was ich habe. Und der eine hat viel und der andere hat weniger. Der eine hat einen Haufen Leute, der andere ist vielleicht allein. Der ist mit seinen Töchtern, der andere mit seinen Söhnen. Es ist vollkommen wurscht. Ja? Wichtig ist, dass du dabei bist. Dass du dabei bist. Und dann, und da bin ich auch schon zum Ende gekommen, haben wir natürlich dieses grandiose Ding mit den Bauleuten, die mit dem Schwert umgürtet sind. Sie bauen und haben gleichzeitig das Schwert, um die Angriffe und Attacken des Feindes oder der Feinde abzuwehren. Amen. Was ist das Schwert? Das Wort. Du brauchst das Wort, um damit richtig vorangehen zu können. Das ist die beste Waffe, um das zu tun, was Gott möchte, dass du tust, um da hineinzugehen. Ja? Wir müssen gottgefällig leben, nicht menschengefällig. Wir müssen wegkommen davon, dass wir irgendwelchen Leuten gestatten, dass sie uns blockieren oder bremsen. Oder irgendwelchen Befürchtungen oder Erwartungen oder Gedanken. Ich habe gerade vor wenigen Tagen einen Clip aufgenommen, da ging es darum, die meisten Menschen, wenn sie ans Ende ihres Lebens kommen, wenn du sie fragst, was würden sie anders machen, was würdest du anders machen? Die sagen, ich würde mehr wagen. Ich würde mich nicht so blockieren lassen. Ich würde mich nicht von irgendwelchen Befürchtungen und sonst was bestimmen lassen. Ich würde nicht immer auf die sichere Seite gehen. Sondern ich würde mal was wagen. Und zum Ende ihres Lebens bedauern sie, dass sie es nicht getan haben. Das ist wirklich tragisch. Gott hat dir einen Traum, eine Vision, eine Aufgabe, einen Job gegeben. Und niemand auf der ganzen Welt kann den ausfüllen, außer du. Und wenn du ihn nicht tust, dann bleibt er unerledigt. Ja, der Herr kann einen anderen Typen holen, der dann das Stück Mauer mitmacht. Aber du möchtest, dass dein Name auf der Liste von den Leuten, die an der Mauer des heutigen Zions gearbeitet haben, bitteschön erwähnt wird. Stimmt's? Ja.
damit er in der Ewigkeit gefunden wird. Und der Herr möchte das auch. Und er sagt, ich erinnere mich an dich. Ich weiß, wenn du, ich kenne dich. Ich habe schon damals, zu Nehemias Zeiten, vor 2500 Jahren fast, habe ich schon die Namen in mein Buch schreiben lassen. Wie viel mehr heute? Wie viel mehr heute? Wir müssen einfach verstehen, das ist etwas, in dieser Zeit, in der wir sind, so kurz vor der Wiederkunft des Herrn, dass wir unseren Job machen und dass wir das tun, was Jesus gesagt hat, macht zu Jüngern alle Völker. Wenn wir es nicht tun, tut es kein anderer. Wenn wir uns vom Feind einschüchtern lassen, zurückhalten lassen, blockieren lassen, gibt es erstmal keinen anderen. Der Herr setzt sein volles Vertrauen auf uns. Und wir müssen vorwärts gehen. Seine Vision hat er uns gegeben. Nicht eine Mauer zu bauen, sondern allen Völkern das Evangelium zu verkündigen. Dazu zählen übrigens auch die Deutschen. Halleluja. Und die müssen es erstmal hören. In Erweisung des Geistes und der Kraft. Weil die meisten haben es nie wirklich so gehört, dass sie es verstanden haben. Und da sind wir gefordert. Da sind wir gefordert. Und deshalb bin ich überzeugt, dass Nehemia eine Story ist, die für uns ganz, ganz wichtig ist. Wir sehen es in der heilsgeschichtlichen Bedeutung. Wir sehen es einfach in diesem endzeitlichen Szenario. Wir sehen es in diesem bunten Mix von den Gruppierungen, die zusammenarbeiten, um das große Ziel hervorzubringen. Und wir sehen es eben auch in unserem eigenen Leben. Ich glaube, der Herr hat einen echten Job für uns. Und wir sollten ihn wirklich anpacken. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir heute Bauleute sind an deinem Bau. Wir bauen das Zion heute. Wir bauen die Stadt Gottes heute. Wir gehören zu dir. Wir sind diejenigen, die mit dem Schwert in der Hand das tun, was du uns gesagt hast. Und wir wollen einfach uns neu hingeben und sagen, wir sind bereit, den Job zu tun. Wir sind bereit, uns gebrauchen zu lassen. Wir sind bereit, hineinzugehen in das, was du hast. Und wir werden uns nicht länger abhalten lassen von irgendwelchen Gequassel des Feindes, von solchen Schlichen und seinen Machenschaften, sondern wir sind bereit, hineinzupreschen in das, was du für uns hast. Wir sind bereit, das Reich Gottes tatsächlich zu bauen. Wir sind bereit, mit Hand anzulegen. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns zeigst, wo wir bauen sollen, was für uns dran ist, was du möchtest. Vielleicht ist es direkt vor deiner Haustür das Stück Mauer, was du bauen sollst. Unmittelbar vor deiner Haustür, sozusagen vor deiner Nase. Vielleicht ist es ein anderes Stück, was auf der anderen Seite der Stadt liegt. Herr, zeige uns, wo wir eingeplant sind. Und ich möchte hier bei meinen Brüdern und Schwestern wirklich aussprechen, dass diese falschen Vorstellungen gebrochen sind. Dieses falsche Denken, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Dieses falsche Denken von Laien und Kleriker, von Vollzeitlichen und irgendwelchen Gemeindeleutchen, die da nur sitzen. Nein, wir widerstehen dem. Wir sagen, wir alle sind berufen am Bau Gottes mitzuarbeiten. Herr, und wir proklamieren, gib uns Vision, gib uns Weisheit, gib uns Kraft, gib uns Klarheit, damit jeder Einzelne in dem Bereich, wo er einfach steht, wirklich vorwärts gehen kann. Und ich segne die Familien, dass die Mauern gebaut sind. Ich segne die Gemeinden, gerade auch in der Region hier, dass die Mauern gebaut sind. Ich segne jeden Einzelnen, dass die Mauern gebaut sind. Ja, und dass die feindlichen Machenschaften hinsichtlich Finanzen, hinsichtlich Gesundheit, hinsichtlich Beziehung gebrochen sind und wirklich etwas Neues kommt, die Stadt aufgerichtet ist, feststeht in Autorität, in Herrschaft und der Feind draußen ist und nicht mehr rein und raus marschieren kann. Herr, das wollen wir haben und wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Weisheit und die Erkenntnis schenkst. Im Namen Jesus Christus, im Namen Yeshua HaMashiach. Amen.